Herzlich willkommen Leute, ich bin's wieder, Tivus LP. Willkommen auf meinem Channel. Nach 1,5 Jahren bin ich wieder zurück mit einer neuen Rechenmaschine, denn damals, vor 1,5 Jahren, musste ich die leider verkaufen. Aus familiären Gründen. Wie auch immer. Geht euch nichts an. Wollt ihr jetzt noch weitere Crossfire-Videos sehen oder wollt ihr lieber andere Videos sehen? Sowas wie Battlefield oder Dying Light oder was weiß ich, Counter-Strike Global Offensive. Weil in Counter-Strike Global Offensive würden auch Freunde mit mir das machen wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, wollt ihr als meine Crossfire-Abonnenten, wollt ihr noch weiter Crossfire spielen mit mir? Noch weitere Stunden dabei verbrasseln? Denn ich habe dieses Spiel jetzt, also es ist ja mein erster FPS, das wisst ihr ja sicherlich gar nicht. Es ist mein erster FPS, den ich gespielt habe und bin bei meinem ersten FPS hängen geblieben. Meine erste große Liebe war natürlich Crossfire und jedes Mal, egal was für ein Rechner ich habe, also jetzt habe ich einen verdammt krassen Rechner, der Crossfire auf 200 FPS spielt. Was tue ich mir da an? Bei so einer fetten Maschine muss ich doch nicht Crossfire spielen. Das sagen meine Freunde zumindest. Aber ich falle da jedes Mal wieder zurück und sage, hey, Crossfire, du bist es und du bleibst es. Jedes Mal bekomme ich eben halt diesen Flashback und ey, wie geil Crossfire doch war. Als ich dann vor 3 Tagen, am 20. das erste Mal Crossfire gespielt habe, dachte ich so, wow, hat sich ja mächtig was verändert. Wieso musste ich mir auf einmal einen Skin kaufen? SWAT 2.0? Der sieht jetzt ein bisschen aus wie von Counter-Strike, finde ich. Aber wie auch immer. Was Crossfire sich da eingefallen lassen hat, das bleibt mir ein Rätsel. Also auch wirklich, Ghost Mode spielt auch so gut wie kaum einer. Also das ist echt, ist ein bisschen abgefuckt seit den 1,5 Jahren, aber mir gefällt es immer noch. Ich spiele es jeden Tag immer noch seit den 3 Tagen. Und reichlich. Ich frage euch, also, wollt ihr das überhaupt noch sehen, dass ich Crossfire spiele? Und gibt es überhaupt noch eine Community irgendwie in den Crossfire NA Servers? Das frage ich mich wirklich, echt. Es ist so abgefuckt. Mein ganzer Clan besteht aus 4 Personen. Darunter bin ich eine Person. Und der ist so inaktiv, ich komme gar nicht mehr drauf klar. Wie auch immer. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es noch eine Community gibt. Ob irgendwer noch einen Clan hatte, den ich zujoinen könnte. Weil, weil ich ja ein bisschen lonely bin, wenn ich Crossfire alleine zocke. Ich bekomme dann nur manchmal von diesen Marshals oder was das auch immer für Ranks sind, bekomme ich immer nur so Tivus, you noob, Hacker, Hacker, und ja, das ist auf jeden Fall nicht so funny, wenn man alleine ballert, und deswegen frage ich euch, wollt ihr weitere Crossfire-Videos sehen? Wenn nicht, dann wieso und welche Games wollt ihr dann sehen? Und ob es noch eine NA-Community gibt, denn ich habe überhaupt keinen Plan, ey. 1,5 Jahre fehlen mir jetzt. Na gut, das war's von mir. Ich kann leider keinen richtigen Abschied sagen. Weil ihr längst schon abonniert habt. Und das war's von mir. Liked doch, teilt, abonniert habt ihr schon. Und bis dann, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen.